Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier unter Tage bei 7 Days to Die. Heute mit dabei ist der Valcry. Jo, moin. Guten Tag. Der Jack Fleischhammer. Guten Tag. Der mich hier unten alleine gelassen hat. Richtig. Außerdem die Serendipity. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Na, das war heute freundlich heute. Alles Tarnung. Ja, glaube ich auch. Kommt schon noch, mal sehr vorsichtig. So. Bis jetzt nur Iron Ore und Potassium Nitrate gefunden hier unter Tage. Mhm. Übrigens habe ich einen ganz tollen Tipp mal von meinen Abonnenten bekommen, den ich eben schon 5-6 Mal ausprobieren konnte. Die Spucker, wenn man die tödlich verletzt, fängen die an zu rennen, ne? Wie blöd. Die haben Waffen bei. Genau. Wenn du denen dann direkt in den Kopf schießt, bevor sie explodieren, dann explodieren sie auch nicht. Du musst sie töten, ja, genau. Ja, das geht. Und dann gibt's da manchmal so eine Schrotflinte, ne? Und so, also. Ich habe jetzt mehrere Schrotflinten und der eine hat eben 41 10mm Bullets dabei. Das fand ich allerdings schon ziemlich viel, muss ich sagen. Achso, du meinst. Achso, ja, okay. Ja, du hast ein paar Sekunden Zeit, die rennen halt auf dich zu in einem Affenzahn und dann detonieren die irgendwo. Und wenn du den in der Zwischenzeit noch einen Kopfschuss verpasst, dann. Hast du Glück, kriegst du Geschenke. Jo, genau, dann kriegst du Geschenke. Ich finde, die Spucker sind ja eigentlich so fast die eigentlich die einzig gefährlichen Zombies im Spiel. Ja. Also sonst hast du ja außer nachts jetzt nicht so die Sorgen. Nö, das stimmt. Wenn sie nicht gerade ein. Und die Hunde, die sind auch nicht zu verachten, muss ich sagen. Ja, stimmt. Die Hunde sind auch asozial, das stimmt. So, jetzt müssen wir. Asoziale das mal Hunde. Asoziales Hundepack da. Da geht's rum, okay. Jetzt komm her, los. Oh, nein. Ich bin gerade durch den Boden gebackt. Boah, zum Glück nicht ganz. Das hätten die abgestellt. Nee, ich bin. Ja, wir haben die Aufnahme. Achso, die Aufnahme läuft schon. Mist. Ich bin ein paar Mal nach unten in den Boden versunken. Ich dachte, jetzt werde ich hochkatapultiert. Ich habe einen Stein praktisch unter mir gesetzt. Ich habe praktisch das wieder aufgefüllt, wo ich die Wand kaputtgeschlagen habe. Mhm. Und habe. Oh, jetzt kann ich aber gut durchgucken. Jack, was hast du da drüben gebuddelt? Du hast ja einen riesen. Das ist ein Ameisengang. Kennst du den Tunnel bei Star Wars, wo sie auf dem Planeten. Tunnel des Todes. Nein. Was meinst du, Star Wars Planeten? Also auf diesem Asteroiden in den. In diesen Tunnel. Einfliegen und sprengen. Nein. Mann, da ist da so eine Raupe drin oder so ein Wurm. Bei Star Wars? Meinst du Jabba the Hutt? Star Wars. Nein. Ach so, wo sie dieser. Moment, welchen meinst du jetzt? Da, mit da, wo dem, sie mit dem Millennium Falken, wo sie da. In diesen Kometen, also so, in diesen Wurm reinfliegen, wo sie denken, das ist ein Planet oder so. Wieso stirbst du? Ja, genau. Weil ich schon wieder verhungere. Ich hab mal wieder nichts zu essen mit. Jetzt kommt er. Wie immer. Wieso sehe ich da eigentlich einen Rucksack? Ich bin noch nicht gestorben. Ich glaube, das ist unser Rucksack, wo wir in der Wüste gestorben sind. Nee, ich bin danach nochmal gestorben. Was hast du, Valcry? Ja, das ist doch relativ klein hier, glaube ich, ne? Hier schon am äußeren Rand wieder. Also meine Untertagemission ist Schrott. Buddel mich jetzt hier nach rechts. Mal gucken, ob hier was kommt. Oh, ein Rucksack. Ist das sogar meiner? Oh. Shotgun, Crossbow, zwei Bücher. Ja, Kacke, springt. Hast du was gelesen unterwegs? Ich? Nee. Valcry findet doch gerade Rucksack und fragt sich, ob es seiner ist. Und da sind ein paar Bücher drin. Und da wollte Minjas einen ganz schlechten Witz machen und fragen, ob er es unterwegs gelesen hat. Ja, ja. Aber Witze wären auch nicht besser, wenn man sie erklärt, schon gar nicht die von mir. Ey. Stille Zustimmung. Ich merke schon. Nee, ich würde dir nie zustimmen. Nee, warte mal, das ist auch schwierig. Das ist nicht falsche Richtung. Das, was ich sagen wollte. Doch. Oh, ich glaube, da ist mitten in der Stadt irgendwo ein. Ich habe einen Hammer gefunden. Was für ein Hammer? Fleischhammer. Ein Hammer. Ein was? Nein. Die ist so still heute, das kleine Mäuschen. Ich habe im Auto einen Hammer gefunden. Ja, was für ein Hammer? Klohammer.
Keine Ahnung. So ein Zimmermannshammer. Wenn das ein Zimmermannshammer ist, dann. Naja, wir haben einen Sledgehammer und einen Clawhammer. Ich habe einen Claw gefunden. Und einen Fleischhammer. Der ist aber ähnlich wie ein Sledgehammer zu handhaben. Schwierig. Ups. Also ich komme gleich, glaube ich, noch hoch. Ich habe keine Shotgun-Munition mehr. Das ist ja aber unangenehm gerade in der Situation. Hast du gar keine Bewaffnung dabei? Shit. Weißt du, wenn du Schweine brauchst, sind keine da, verdammt. Doch, ich habe noch Bewaffnung, aber der war so schön gegen die Hunde. Und jetzt, wo ich keine Munition mehr dafür habe, kommt bestimmt gleich ein Hund und... Geht's ins Wasser. Ach, schade, nicht bekommen hier. Hat alles eh keinen Sinn. Gehst du ins Wasser? Ja. Der war blöd. Hä, wo hab ich die Fackel hin? Warum sind hier in dem See eigentlich keine Zombies? Hier sind doch sonst immer Zombies. Also, die sind doch bei mich wieder hier. Fackel sieht man nicht, aber macht Licht. Ja, ich bin leider lange mal wieder unter Tage. Irgendwie habe ich das vermisst. Früher war es ja Notwendigkeit, unter Tage zu gehen. Und mittlerweile in der Alpha 9.3X. Naja, nicht wirklich. Ne? Ist das wieder geändert, ja. Naja. Sag mal. Also bei Blei hast du es ja wieder, ne? Ja, stimmt. Also für Blei müssen wir jetzt wieder unter Tage, ja. Ja, wenn ich jemand hätte, der mit mir mal hier die Höhe abzählen würde. Die Höhle ist wohl. Wie kann ich in die Höhle? Die Mach's Höhle. Einfach die so tief, bis du Blei findest. Schlaue Tipps. Ja, musst du abschätzen. Ich weiß nicht. Ja, ich habe es schon versucht zu zählen, aber man rutscht zu schnell runter. So, ich setze auf jeden Fall mal Leitern. Um hier wieder rauszukommen. Ich habe nämlich keinen Bock mehr unter Tage. Mich unterstützt ja keiner. Doch, wir sind bei dir. Also genau. Ja, mental. Ja. Ja, ja, mental natürlich. Monumental. Bitte? Oh. Hund. So kommen wir nicht hoch. Hallo? One Hank? Biohazard. Nee, hab ich natürlich nicht. Das Ding, ey. Ich hab ihn getroffen. Wieso kommt man denn nicht hoch an der Ecke? Ah, jetzt. Wo ist er denn jetzt hin, verdammt? Dieser blöde Hase. Der blöde Hase. Der blöde Hase, genau. Der versteckt sich. Im ich See. Komm hoch. Oh, ich habe eine Idee, wie ich zählen kann. Da ist ein Hirsch. Aber ich muss jetzt den Hasen hier finden, verdammt. Kannst du nicht die Finger nehmen, denn dein Zählen stört. Ich bin ungefähr 30 tief. Wo habe ich denn die Biene hingefeuert? Mein Hase ist weg. Ja, ich bin unter Tage. 30 bin ich tief. Aber wieso kommt man... Na jetzt. Ich zähle nochmal von unten. Ach schade, da war kein Antibiotika dabei. Eins, das ist ja ärgerlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnte hier meine Krankenschwester... Wird sich von wo aus tief eigentlich? Das ist die große Frage. Von der Steinposition? Von Anfang des Steines? Also ich bin... Ja, ich glaube, ab da, wo du so angefangen hast. Ich bin ungefähr 31 tief hier in dem Schacht, in dem Haus, bei dem mir jemand helfen will. Boah. Ja, du, weißt du? Ja, du? Hast du wieder Besseres zu tun? Ich bin unter Tage, einsam. Ich, meinst du, ich mache was anderes? Was machst du denn? Wo bist du denn? Unter Tage. Wo? Na, guck mal auf die Karte. Aber du hast das in der letzten Runde erwähnt. Herr Kollege. Du bist Liberty. Im Nachbarhaus, oder? Nee, du bist. Nee, da wo ganz viel Clay war, sagtest du. Ne? Genau. Da komme ich da jetzt hin. Warum soll ich denn alleine buddeln? Ja. Das haben wir uns auch schon. Nee, haben wir nicht, oder? Haben wir nee, also du kannst mich schon innerlich heikst mir gefragt, aber. Naja, okay. Na dann. Oder ich fass mir mit der Hand an den Arsch. Das bringt halt beides nicht viel. Los. Ja. Kommt nicht zurück, so macht doch keinen Spaß. Ich habe einen Hirsch direkt bei uns vor der Hütte getötet. Wenn da keine andere Hand ist, muss man halt selber auch mal, aber egal. Onanist an und für sich.
brauche ein bisschen. Da war ich mal, ich glaube, 7. oder 8. Klasse waren wir mal irgendwie im. Oh nee, schwierig. Politikunterricht irgendwie im Gerichtssaal. Da habe ich mir die Flöte in die. Politikunterricht im Gerichtssaal oder sowas. Es war eine öffentliche Verhandlung. Und ging ja, um irgendeine Bagatelle. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt gehen. War schön mit euch. Nein, ja. Das ist bestimmt spannend. Lass mal erzählen. Ging um irgendeine Bagatelle und wie das ist, gibt ja so Fristen zu wahren und dieses und jenes. Und wenn du dann einen halbwegs cleveren Anwalt hast und hast keinen Bock irgendwie auf den ganzen Krams, dann fängst du an hier mit Gericht hat Termin um einen Tag verpennt irgendwie, ne? So, ich müsste heute gar nicht hier sein und ich gehe dann jetzt halt auch wieder, ne? Und so lief das dann halt ab, nur weil das Gericht irgendwie einen Tag drüber war. Was hast du gemacht damals? Ich nicht. Ach so. Wir waren mit der Schule da, war eine öffentliche Verhandlung. So. Und okay. Der Angeklagte hat eben sein Recht ausgenutzt. Ne? Wenn irgendwie die Gerichtsvorladung einen Tag zu spät kommt, dann muss der halt nicht wirklich kommen, dann ist das ja hinfällig. Dann war der Richter aber in dem Augenblick ein bisschen bockig. Also weil er darf das natürlich nutzen, das Rechtsmittel, ne? Aber ist ja schon ein bisschen dämlich. Und dann sagt er, ist gar kein Problem, dann setzt man einen neuen Termin an und dann nehmen wir gleich noch, bei Ihnen ist ja noch ein anderes Verfahren offenstehend, das ist ja noch in der Schwebe, dann nehmen wir das gleich mit dazu, unanieren in der Öffentlichkeit. Ernsthaft? Du kannst dir vorstellen, dass da 30 grölende Schüler auf der Bank gesessen haben irgendwie, ne? Das war sehr lustig. Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Irgendwo so. Ob er weiter unaniert hat? Ja. Schwierig. Nein, das war... Man tut sich jemand gefallen, damit der Richter so linkt. Tja. So kann's gehen. Nein, so, Fleischermann, ich komme, hast Angst? Wie gesagt, ich stand deshalb nie vor Gericht. Die haben mich nie bekommen. Das so sieht das aus. So. Ich nehme auf jeden Fall die Felsen auf dem Weg dahin mit. Damit wir noch ein bisschen Kohle haben. Naja, Kohle. Ja, bring mal ein bisschen Kohle mit, das wäre nett, ja. Und Sticks wäre cool. Du meinst wegen Fackeln? Nee. Damit ich mir was zu essen braten kann, weil ich hab Hunger. Warum hast du nicht gesagt, dass du Hunger hast? Hätte ich was von zu Hause mitgebracht. Hab ich vergessen. Er hat vergessen, dass er Hunger hat. Ja, oh, ey, schon wieder so eine stumme Hornisse, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf die Dinger. Ah, hier ist etwas. Die sind nicht zu hören, ey. Hier ist Kohle. Das ist schon mal interessant. Kohle unter Ertage? Oh, das ist selten. Arschloch. Nein, das war ernsthaft. Was findest du denn hauptsächlich? Eisen, dann Potassium Nitrate? Ich hab am Anfang ein bisschen weit gefunden. Jetzt bin ich hier für eine gewisse Tiefe. Wie tief bist Eisen. Du denn? Weiß ich nicht. Ich bringe auch mal Holz noch mit. Ja, ja. Dass wir Leiter machen können. Oder hast du es schräg runtergebaut? Schräg. Na gut, dann brauche ich keine Leiter, dann brauchen wir kein Holz. Doch, Holz brauchen wir für Sticks und für Brennmaterialien zur Not. Willst du es vor Ort schon einschmelzen? Nein, ich will was essen. Wobei, einschmelzen wäre jetzt nicht die schlechteste Idee, aber... Ja, es kommt drauf an, wie viel du da findest, ne? Mhm. Ich habe überhaupt keine Ausdauer, ich muss mal kurz warten. Ich bin auch nur halb voll mit Essen, das ist irgendwie gar nicht gut. Hast du denn was zum Essen da, was wir braten können? Ja, ich habe 7 Pork. Ah, sehr gut. Und dann auf den Stick stecken und dann rennen und... Wir haben da so ein sehr lehrreiches Video geguckt von einem Valkyrie. Hat da mal eine Kochshow gemacht. Ja, immer eine gute Idee. Ja. Die hat mir persönlich, glaube ich, noch mit am meisten gebracht irgendwo so. Also ich weiß noch, wie ich vorher immer Eier habe liegen lassen und alles. Und dann haben sie immer geschrieben, ah Mensch, nimm die mit, die sind gut. Ich denke, ja. Ne? So. Ja, quatsch mal einen anderen voll. Und na, das habe ich nicht gedacht. Das sagt er jetzt so. Naja. Ja, ich weiß nicht, warum ich die mal abliegen lassen. Mittlerweile ja, gut, bin ich also, da aber richtig aber, hinterher. Aber mit den Eiern muss man schon sagen, das haben relativ lang waren die, glaube ich, sinnlos, meine ich, oder? Ich höre doch irgendwo die Wühlmaus. Das kann sein, so, also wenigstens du kannst halt machen, ne? Irgendwie so, ne? Aber das musst du ja auch erstmal. Da brauchst du ja auch wieder ein Ei. Wo bist du denn hier? Ich bin eigentlich nur hierher gegangen, um was zu essen. Was mache ich? Ich bin sehr gespannt, ob du das findest, Mia. Ich bin wirklich gespannt, ob du den Eingang findest. Komm, das finden.
finde, dass die Spucker mehr Punkte bringen sollten als so ein Durchschnittszombie, wenn man sie abknallt. Ja. So, ich bringe 13 grüne Sandwiches mit. Ich höre dich schlagen, aber ich sehe dich nicht. Bin unter dir. Ah, sieht schon mal gut aus, aber wie jetzt das Abschätzen so schwierig. Okay, ich mach's. Hast du irgendwie einen Eisenbarren dabei? Ich hätte ja eine, habe ich. Ich hätte ja eine Sticks kurz, bitte. Gib mir mal, ja, kriegst du. Mach mal ein Eisenröhrchen, dass wir hier oben einen Grill aufstellen können. Ach, du hast hier schon Feuer gemacht. Nee, ich wollte einen Ofen, einen Schmelzofen. Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ja, kann ich machen. Und du brauchst Sticks. Okay, du kriegst Sticks. Geh mal dahin. Wie viel brauchst du denn? Na komm, hier liegen 9. Eins, glaube ich, nur, ne? Liegen 9 auf dem Boden. Okay. Yes. Ich hau dir auch Kohle in den Ofen. Brauchst du jetzt nicht unbedingt. Ach, Jackie? Hast du. Ja. Drück doch mal I. Könnte ich das musst du jetzt hier alleine machen. Könnte ich ein Eisenrohr haben, bitte? Für Lex. Kannst du sofort ein Eisenrohr haben, nachdem ich einen Forge gemacht habe? Ach, du machst einen Forge, ne? Dann brauche ich keinen. Oh Mann, ey. Warum bist du eigentlich auch so leise? Ihr seid alle so leise. Ich bin nicht leise. Natürlich, du redest leise. Ich bin nicht leise. Okay. Warte, nicht so laut, bitte. Ich hab so Hunger. Nicht ganz so laut, bitte. Ja, der wird wieder ungemütlich, weil er Hunger hat. Das kenne ich schon von Rust, da hat er immer eine ganze Bären gefressen. Mit Haut und Haar. Oh. So, ich erstmal ein Stück Lunge. Sieht so aus, gell? Los, stell den Ofen dahin. Ich mach dann ein bisschen Platz für den Ofen. Waren wir eigentlich fertig mit dem Zombie-Thema von wegen die liebsten Zombie-Filme? Ich dachte, wir da. Nee, waren wir noch nicht. Waren wir noch nicht, haben gar nicht richtig weiter gemacht, oder? Ja, dann ja fangen wir an, Herr Fleischhammer. Ja. Dawn of the Dead. Dawn of the Dead ist gut. Ja, aber das ist ja kein Zombie-Film. Na dann, Dawn of the Dead fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, also natürlich ist Dawn of the Dead auch irgendwo ein Zombie-Film, aber ich sehe das eher als Komödie an. Ja, das ist ja auch nicht. Ist ja auch, aber es geht. Wir reden hier über Zombie-Filme und es ist definitiv ein Zombie-Film. Wenn du jetzt hier streiten willst, Freund, ja. Du bist bei mir eine richtige Adresse. Also ich kann mich erinnern, ich habe mit Serendipity habe ich 28 Weeks. Days later, nee, Weeks, meine ich, waren es. Oh, echt? Da kann ich mich gar nicht mit dran erinnern. Hast du Lehm? Hast du Clay? Hier über uns ist alles voll mit Clay. Dann hole ich jetzt mal eine Form für Eisen. 28 Weeks later ist der zweite Teil. Genau, den zweiten Teil haben wir geguckt. Da gibt es doch so eine Szene, wo der einer Tussi oder sowas auf der Bahre die Augen ausquetscht. Und das fand Serendipity jetzt nicht so geil. Da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Du hast das verdrängt. Ich habe das aus meinem Gedächtnis verbannt. Und ich habe natürlich gesagt, komm her, ich beschütze dich, Baby. Ach ja, aha. Nein, ich habe keine Pfeile mehr. Verdammt. Ja. Wahrscheinlich würde ich uns bei einer Zombie-Apokalypse beschützen. Genau. Nein. Würde aus Gras macht sie dir eine. Mach ich eine Bombe, die MacGyver. MacGyver-Bombe, eine Gott, den habe ich. Der macht ja aus Kaugummi und Kuhschreiber. Der macht, ja genau, der macht aus Pisse, macht eine Bombe. Den habe ich gehasst. Die Frau ist mir so herrlich direkt. Kannst was denn? Ich sage halt das, was andere doch, denken. MacGyver hatte doch was. Ja, ja, total. Absolut. Ach nee, das war Chip und Chap. Genau. Wo ist denn jetzt der dicke Zombie hin? Hat er sich jetzt aufgelöst? Da war doch gerade noch ein dicker Zombie. So, Herr Fleischhammer, ich brenne jetzt erstmal meine Iron Fragments ein. Wie lange hält denn so ein Ding eigentlich? Leute, alle, die bei mir zugucken, da war doch gerade ein dicker Zombie, oder? Wo ist der denn hin? Ich wollte gerade sagen, bei mir stand da eben noch eine Krankenschwester. Die ist direkt vor mir verschwunden. Ich habe nur kurz was anderes gemacht. Warte mal, nee, irgendwas stimmt. Ich habe gelacht und weggeguckt und auf einmal war der Zombie fort. Nee, ja, stimmt daraus nicht. Das quasi bei mir auch. Ich glaube, das Gefühl, ihr spinnt das. Jetzt brennt's. Es leckt auch so ein bisschen. Ja, genau. Es hat eben massiv. Aber die Krankenschwester hat sich dematerialisiert vor meinen Augen. Gotti? Jetzt. Hey, was stimmt hier nicht? Ich hau hier Kohle rein, die verschwindet, aber. Hä? Ist hier was kaputt? Herr Fleischhammer, alles okay da unten? Kaputt. Ja. Kaputt.
Ja, der laggt. Der Server laggt. Neu starten hier, oder? Ich war keine Ahnung, obwohl es auch schon. Nein, wir sind bei 20 Minuten. Wir machen noch ein bisschen mit Lags und dann. Ich höre hier Zombies, aber ich sehe keine. Oh, das ist Steven Seagal the Cry. Köter mit Lag. Leckköter, nicht gut. Drecksköter heißt das, Valkyrie. Ach so. Boah, zwei Köter. Oh Gott, das wäre. Ich hab keinen Bock hier zu sterben. Ah, da ist er. Ich bin zu jung zum Sterben. Das ist aber auch extrem schwierig gerade. Was macht er denn? Oh, Blutung. Scheiße. Oh, noch ein Hund. Also das Eisen schmelzt jetzt nicht weiter ein. Habe ich Angst um meine Kohle, die ich da reinpfeffer. Na, du Stück. Einmal in Bauch. Ja, ich geschossen. Bin tot. Nee, ich habe echt Lags hier. Ja, wow, ist Game Tito. Crashed. Cool. Was? Game crashed? Jo. Ich bin, Meins läuft. Ich bin raus, mein Game. Nein. Nimmst du noch auf? Ja, du hast mit OBS, gell? Nee, ich habe mein Ton ist noch da. Ah, dein Ton ist noch da. Ne? Gut, also mein Mikroton läuft separat. Dann müssen wir nicht... Nee, wir hören uns nicht mehr? Doch, nee, Aufnahme, doch, euch. Doch, Aufnahme ist noch laufen, genau. Ich wollte gerade sagen, weil du hast genau. Du hast ja ein Schwarzbild wahrscheinlich jetzt. Ja, ich habe ein Schwarzbild. Ja, dann. Moment, ich mach mal eben kurz. Ich blende mal im Stream ein. Warte mal eben kurz. Ein Pausenbildschirm halt. Achso, willst du wieder reinkommen in der Zeit? Ich komme wieder rein, ja. Connect to Server. Vielleicht einmal. Ja, was ist denn? Wir müssen noch rausfinden. Guck mal, wenn da oben Lehm ist und du bohrst dich in diese Richtung, dann müssen wir auch. Eine Hand, wie zum Beispiel Stone, den hier. Dann wählst du den an und dann hast du doch immer ein Kästchen und dann kannst du damit hochzählen. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Was? Bist du wie meine? Bis gleich. Kommt die IP-Adresse am Ende noch? Nee, ne? Ich kann theoretisch schon. Ach, das ist selbst wenn. Ist ja. Passwort eingeben, was hast ja ein Streamlink. Was machst du gerade? Ich bohre in die Richtung, um dein Leben wiederzukommen. Oh scheiße, ich lebe ja noch. Wie, du lebst noch? Ja, noch. Oh, Spucker. Jetzt bin ich tot. Es ist scheiße. Unglaublich, ey. Es ist so, ey. Ach, und es wären noch zwei Hunde da gewesen. Wahrscheinlich dieselben beiden, die ich eben abgeschossen habe. Ja, die haben sich das gemerkt. Jackie, hast du ein Fleisch für mich? Nee, müsste oben im Ofen sein noch. Achso, hast du noch mehr gebraten? Wirklich ein bisschen... Schwierig? Ja, also nee, es waren echt fiese Lags da drin. Gott, das ist ja alles total verkohlt. Echt jetzt? Wirklich? Was? Das tut mir voll leid. Ja, ja. Hinterließ einen Sledgehammer und eine Armbrust. Aber es hat eh keinen Spaß mehr gemacht. Pfeile waren alle. Ja, das ist blöd, weil man sich nicht verteidigen kann. Gegen die Kacker. Ich werde mal den Abstieg ein bisschen ausbessern. Meine Sachen hole ich irgendwie den anderen mal dann ab. Also hier ist auf jeden Fall immer noch was. Ja. Ersturzhirn. Wir haben überhaupt kein Holz mehr, ne? Nee. Ist auch Kohle. War schon lange kein Airdrop mehr da. In der Stadt lagen 3-4 rum. Die habe ich mir eben so geschnappt. Aber jetzt mal ganz merkwürdig. Der Server hat geleckt wie Hulle und dann ist Worker sein Spiel abgestürzt. Ja. Und seitdem, du das? Wenn du jetzt noch sagst, seitdem leckt das nicht mehr, ist die Spur ja eindeutig zurückzuverfolgen. Ne? Nein, wirklich, ja, das ist ja auf so. Auf mich. Jack hatte irgendwas beeinflusst. Genau. Ah, dahin hast du ja noch was gefunden. Ich glaube einfach, ja, hier ist überall noch. Ja. Ich glaube einfach nur, nachdem ich gestorben bin, hat mein Spiel gesagt, jetzt will ich auch nicht mehr. Ja. Das ist einfach gut. Nur 20 Minuten reichen. Sympathie-Crash nennt man ja, sowas. Ja, genau. In Fachkreisen. Das ist ja in 7 Days to Die jetzt reingepatcht worden. Ja, genau. Wir müssen noch tiefer. Gut. Ja, das befürchte ich auch. Weil hier ist so viel schön und Eisen. Na, 8T habe ich da liegen lassen. Ich glaube, ich hole die nochmal. Weißt du was? Mach mal hier innen drin. Komm mal her. Komm mal weg da. Aber dann geh in eine andere Richtung. Nicht geradeaus, oder? Na gut. Ach du Scheiße. Ich mach direkt nach unten. Bist du wohl, du blöder Baum? Ja, nicht. Komm wieder. Ui. Willst du noch was essen? Ich habe noch ein paar Kohlestückchen dabei. Oh ja. Stück Ratte? Jo, Ratte? Ja, nee, ich kann sie nicht erkennen. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Hier, oh, schön, letzten. Dass du das erstmal in ist. Ja, ich denke schon. Oh, ja, da hast du aber, warte mal, nicht weitersprengen. Das ist schade einfach um das Material. Ich glaube, ich hole mir noch einmal meine Sachen wieder. Also zumindest den Tee. Das hol noch einen Samen. Wir machen ein bisschen länger wegen dem Absturz. Ich musste mal hier.
Also kann die suchen. Immer dein Zwerg geht kurz oben einschmelzen. Ja, kann ich machen, oder? Und soll ich die Kohle auch geben, oder hast du? Ich hab Kohle, ja. Zwei Kohle, Alter. Hast du alles eingesammelt? Sieht so aus. So, ja. LED habe ich noch. Ja. 11 mitgebracht. Der ging schnell hoch. Ring. LED hast du gefunden, 11 Stück? Ja. Wie, aber ja, Senkblei? Eine Autobatterie. Nee. Ah, okay. 11 richtige Scrap-LED. Richtig. Nee, eine Autobatterie bringt ja 10. Also die bringt schon eine ganze Menge, wenn du die ja. Ich habe auch umgewandelt. ja. Was soll ich jetzt hier machen? Ja, dann buddel mal weiter, Herr Fleischhammer. Spreng mal weiter, wollte ich sagen. Minias. Okay, so, ich mache mich mal eben schnell auf den Weg in die Stadt. Oh, ey, diese blöden Spitzen da an der Tür. Schwierig ist das. Versteht es gar nicht. Ich komme da durch, ohne mir hier viel zu tun. So, bist du bereit? Ja, ich fühle mich. Du hast aber was übrig gelassen. Ist dir bewusst oder nicht bewusst? Warte. Hier ist noch was? Achso, ich habe ja auch einen Mining-Helm hier. Wo ist da was? Ich höre nichts. Oh, das ist Kohle. Jetzt noch weiter, Entschuldigung, nee, ist mir nicht bewusst gewesen. Und hier hinter dir auch, hier. Ja, ich spiele das Spiel jetzt zum ersten Mal, wie soll ich das wissen? Ich merk schon, ja, du bist nicht oft rausgekommen, ne? Oh, ich habe gerade ein Schimmelbrot gegessen, mir ist nichts passiert. Nee, es passiert auch nicht immer. Da steht, you have a chance. So 50%. Also bis jetzt ist mir immer was so passiert. Wenn ich eins gegessen habe. Das ist halt das Problem mit zufälligen Sachen. Man passieren immer dann, wenn man sie gerade nicht gebrauchen kann. So. Jack, wie in alten Zeiten, wa? Aber wir auch gleich zwei rausholen. Kommst du da ja, ran, ist ja komisch. Haben wir vielleicht zwei verschiedene abgebaut? Ich glaube nicht. Bestimmt, das ist ein Bug, bestimmt. Gucke wieder zwei. Wenn wir dreimal raufhauen würden, würden es bestimmt drei sein. Fünf werden. Hier hinten nochmal. Hier nochmal, rin. Hier ist nichts mehr drin. Hier. Nee, sieht nicht so aus. Siehst du was? Füll ich's auf. Oh, die waren nicht drin. Nicht? Auf. Warum nicht auffüllen? Also, Zombie-Filme. Ja, weil ich doch jetzt sowieso TNT hinstelle. Bitte, was ist? Weil ich doch TNT hinstelle. Nee, das habe ich verstanden. Zombie-Filme. Das müssen wir in der nächsten Episode übernehmen. Die Männer sind nicht multitaskingfähig. Ja, wir sind gerade am Kloppen. Setz Hirn aus, Gewalt. Ja, Stein wegmachen. Oh mein Gott. Boah, guck mal da hinten. Da kommt eine Menge. Mathis. Ja, meine Tiere. Ach du Kerl. Na gut, wir haben ja da oben noch Boston-Sticks. Hast du noch? Ja. Holen wir gleich weiter. Ich würde sagen, so. Ja. Herrschaften, wir, Herrschaften, das. Ja, gut, Ich bin kurz vor Rucksack, glaube ich. Aber können wir. Wir können nur noch warten, bis du bei Rucksack bist. Nee, das passt. Ich muss ja auch noch wieder lebend rauskommen. Das ist so eine Sache. Haben wir noch schnell eine Pickaxe? Also auf dem Markt, keine Ahnung, wo er ist. Oh, nee, ist noch ein bisschen weiter. Wir kümmern durch die Folge. Okay. Boah, wie lange? Hund hinter mir. Okay. Mach einfach zwei. Genau. 6 Minuten. Schwein. 10 Minuten. Nee, passt Gott schon. Alles klar. Dann sind wir am Ende einer Folge. Ich glaube, das ist sehr erfolgreich, was Metall angeht hier in dieser Ecke. Das ist auf jeden Fall besser als bei uns vor einem Haus. Ja, ja. Wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die und dann schauen wir mal, ob wir doch dann irgendwann mal LED finden werden. Das wäre irgendwie toll. Und ob Baker natürlich seinen Rucksack wieder findet. Aber da habe ich mehr Vertrauen, als dass wir LED finden. Ja, das glaube ich nicht. Ne? Was? Wir erleben es. Wird gut. Eine Unverschämtheit. Überzeugt. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wir sehen uns übermorgen wieder. Lasst uns einen Daumen hoch da. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Bin im Chor.